Hallo und einen schönen Mittwochvormittag an alle. Hallo im Chat. Hallo Sarah Lisa. Schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, grüß dich. Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr. Immer gerne. Uns erwartet heute eine Stunde mit dir und Illustration, so als großen Überbegriff. Im Detail bist du Character Designerin und digitale Illustratorin. Genau, und ja. Du hast uns heute ein bisschen was von deinem Prozess mitgebracht und von deinen Arbeiten natürlich. Und ich würde mal sagen, wir starten kurz nach einem kleinen Housekeeping. Wir sind auch immer am Sammeln von Portfolios. Wir würden gerne mal wieder ein Portfolio-Review machen. Wir laden dazu Artists ein, die dann eure Arbeit reviewen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ganz viele von den Portfolios bei Discord online stellt. Ich arbeite gerade an meinem Portfolio. Es ist die Hölle. Aber ich weiß, ich bin kurz davor, das hinzukriegen und ich hoffe, ihr seid das auch. Also, ich würde mich freuen, ganz viele Portfolios von euch zu sehen. Und jetzt geht's weiter mit Sarah. Möchtest du uns kurz erzählen, wie du zum Illustrieren gekommen bist, was du so machst und wie geht's dir heute überhaupt? Ja, gut, danke schön. Bisschen nervös, aber ich glaube, das ist eh normal. Auf jeden Fall. Ich bin Sarah Lisa Hleb, ich komme aus Kärnten, also in Klagenfurt in Österreich. Und ja, bin gerade auf der Schwelle nach München, weil wir gerade dann nächstes Monat umziehen werden. Ziemlich spannend. Und ja, ich bin eben Illustratorin, also habe halt hauptsächlich digitale Illustrationen am Start und halt Character Designs, das ist halt so voll meins. Und ja, ich habe euch heute, ich mache mit euch einen Character, also zumindest halt einen Character von mir, den ich als Illustration eben vorbereitet habe, dass wir den einfach zusammen mal anmalen. Und vorher möchte ich ihn halt euch gerne mal vorstellen. Und ich hoffe, das gefällt euch dann. Mal schauen. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt. Ich habe mir dein Portfolio schon angeschaut und ich weiß auch, dass es heute total spannend wird, weil du tatsächlich mit uns ein bisschen illustrieren wirst. Also du erzählst uns nicht nur von deinem Werdegang, sondern wir dürfen dir hands-on zuschauen, wie du arbeitest. Falls ihr bei YouTube zuschaut, hüpft rüber zu Behance. Wir lesen den Chat hier, beantworten alle Fragen hier und ich hoffe, ihr habt mal wieder viele Fragen mitgebracht. Die erste Frage war, wie wird dein Name ausgesprochen, also dein Nachname? Ja, ist immer tricky. Also Hleb, also normalerweise kommt er eigentlich aus dem Slawischen, also wir denken irgendwo Slowenien. Also wäre es normal wahrscheinlich so ein Hleb oder so, sorry. Aber Hleb ist okay. Sonst einfach Sarah Lisa oder Sarah. Höre ich besser drauf. Perfekt. Jutta meint auch, so hätte sie es auch verstanden. Solange wir beide noch wissen, wer mit wem wir sprechen, ist alles gut. Alles gut. Ich habe schon viel gehört, von dem her alles gut. Ich bin ja nicht böse. Also wie komme ich eigentlich zu dem ganzen Jahr? Irgendwie durch einen Umweg, sagen wir es mal so. Aber gut, wahrscheinlich gibt es da viele, die halt nicht gerade mit dem Illustrieren halt einsteigen. Und bei mir ist es halt eigentlich lustig, weil ich komme eigentlich aus BWL mehr oder weniger. Also gezeichnet habe ich immer schon, so wie man halt so kennt. Aber dann in der Schule war es halt so, okay, die Freunde gehen auf die Handelsakademie, da lernt man halt über Rechnungswesen und so ganz spannende Sachen halt. Und so, ja, die Freunde gehen, ich gehe auch. Und dann hat es geheißen, ja, was machst du dann nach der Handelsakademie? Ja, studieren. Ja, nach Wien traue ich mich nicht, machst du halt BWL. Ja, gut. Das andere Ende vom Spektrum. Ja, genau. Das ist wirklich eine andere Welt. Also wenn ich so zurückdenke, wow, okay, was hast du da durchgeschrieben? Also da habe ich echt durchgebissen. Respekt. Und ich habe tatsächlich dann den Bachelor fertig gemacht, aber so mittendrin, so bei der Hälfte vom Studium, habe ich schon gemerkt, ich meine, man merkt es ja vorher, das ist nicht so wirklich das ist, was man halt machen will, weil es geht schwer. Das ist was ich halt gelernt habe. Also wenn es schwer geht, dann könnte man mal schauen, ob was anderes zu machen. Ne? Und das war dann so dieser erleuchtende Moment, wo ich dann tatsächlich in Englisch einen Businessplan, einen Coverdesigner hätte sollen. Und ich war die Einzige, die sich gemeldet hat. Und ich habe es dann in Word mit Comic Sans gemacht. Ja, ich weiß, ouch. Aber das war dann so scheiße. Normalerweise haben wir eine Stunde, wir beenden den Livestream hier und jetzt. Ja, sorry, ich bin dann raus. Ich war jung und dumm, sorry. Aber das war dann so wirklich die Erleuchtung. Ich dachte, okay, das war jetzt das Lustigste, was ich in 1,5 Jahren Studium gemacht habe. Und es war, okay, dann ich muss was anderes machen. Und das Witzige ist, dass, was ich rausgefunden habe, ist, wenn du dich entscheidest, dass du was anderes machen willst, dann öffnen sich irgendwie Türen. Ist irgendwie so bei mir jetzt immer so gewesen. Und ich bin dann komplett deprimiert, am Boden zerstört, auf die Geburtstagsfeier von meiner Oma.
Und habe dort mit dem Mann von einer Cousine geredet, mit dem ich vorher noch nie geredet habe. Und ich habe meiner Oma immer so Zeichnungen geschickt und jetzt auf die Wand gehängt und daher hat er mich schon gekannt. Und er sagt, hey, magst du nicht bei uns ein Praktikum machen? Und der hat in einer Filmfirma gearbeitet und da habe ich dann halt so ein bisschen ZBrush und so probiert. Und dachte, wow, okay, scheiß auf BWL. Machen wir was anderes. Ja, und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass du den Kontakt habe ich dann nach dem Studium oder nach dem Bachelor halt dann tatsächlich ein Praktikum bekommen bei einem anderen Illustrator, der ziemlich bekannt war in Österreich. Und ja, habe dann bei ihm eigentlich als Praktikantin und später dann als Mitarbeiterin angefangen. Und das wurde dann zu einer Werbeagentur. Und ja, dann war ich im Illustrieren endlich drin. Und nach einer Zeit, nach 5 Jahren, habe ich gedacht, ja, ich muss mal meine eigenen Sachen machen. Also da muss man auch rausfinden, was man nicht mag, um das zu finden, was man wirklich gerne tut. Und der Chat ist begeistert von deinen Arbeiten. Also wir sehen danke schön. Die Füchse kommen vor allem gut an. Und ja, ich glaube, es war auf jeden Fall so im Nachhinein gesehen eine gute Entscheidung. Vor allem sehr mutig, auch deinem Herz zu folgen, weil... Ja, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Also Bauchgefühl und das Ganze, das ist ja so mein... Wenn ich was gelernt habe in dem Studium und den ganzen... Weil es war ja Leiden. Also sorry, ich muss das so sagen. Es war halt Leiden, es war Reinklopfen von Theorie, die mich nicht interessiert hat. Und dann merkst du dann so, okay, das ist es. Und dann auf einmal gehst du und du merkst, komisch, alles geht leicht. Die Türen machen sich auf, so von allein. Und ich, also es ist zwar nicht immer leicht, selbstständig zu sein, muss ich auch dazu sagen, aber ich bereue es nicht. Und ich habe so viele tolle Sachen erlebt, so viele tolle Menschen hier kennengelernt. Deswegen bin ich echt super dankbar für das Ganze. Also... Und ich kann mir auch vorstellen, dass du jetzt in deiner Selbstständigkeit trotzdem ein paar Infos aus dem BWL-Studium trotzdem noch ziehen kannst und das ganz hilfreich ist. Wahrscheinlich. Vielleicht. Hoffentlich. Ich habe gedacht, ja, ich mache mal die Buchhaltung, habe ja Bilanzierung gemacht. Das sollte ja ganz einfach sein mit einer meiner Ausgabenrechnungen. So nach 3 Stunden Trainer, Steuerberaterin. Bitte mach du. Nein, ja, es geht, aber... Ja, man muss die Leute den Job machen lassen, den sie lieben. Deshalb bist du heute mit Illustration hier und nicht mit Buchhaltung. Dr. Jekyll Hyde im Chat fragt, hast du denn noch Kontakt zu deinen Freunden aus der nicht so kreativen Vergangenheit? Ja, es ist tatsächlich total witzig, weil eine ist dann Produktionslogistin, Produktionslogistik irgendwo und dann redet sie von Autoproduktionslinien und denkt man, ja. Tschüssi. Ja, gut. Nein, es sind alles total liebe Menschen, aber es ist halt total lustig, wie sich das dann so auseinander, die Welten halt getrennt haben. Es ist ganz lustig. Also. Aber es sind trotzdem tolle Menschen. Also es ist, auf jeden Fall. Vor allem auch spannend, andere Perspektiven kennenzulernen. Das ist ja eine Sache, die ich so sehr liebe. Und Maren im Chat sagt auch, Arbeit abzugeben ist ganz wichtig. Wie du schon erwähnt hast, vor allem, wenn man es nicht so gerne mag. Und ich glaube auch, so ein Kontakt in die Wirtschaft ist immer ein guter Start. Das stimmt, ja. Und du hast ja auch über einen Zufall dein erstes Praktikum gefunden. Ja, Zufall ist die Frage, was ist Zufall? Eigentlich heißt ja, es fällt ja einem zu. Also irgendwas hat man ja da schon, meiner Meinung nach, es kann natürlich immer so, da hat jeder seine andere Philosophie, aber für mich ist so, ja, wenn es dir zufällt, das heißt, du hast dir was gemacht dafür. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt von heute auf morgen so, ja, jetzt ist es da, sondern zum Beispiel, dass ich mit dem Mann meiner Cousine geredet habe, das war ja nur deswegen, weil ich so dermaßen am Boden war, dass ich für das überhaupt dann offen war und dann so, hey, da ist die nächste Tür. Und das war auch beim Studium, dann, okay, das Studium ist fertig, ja, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt weiter studieren, so Kunst und so? Und dann ist halt der Illustrator gekommen und sagt, ja, perfekt, dann lerne ich halt im Machen. Also nicht in der Schule, sondern im Tun halt. Ist auch okay. Es gibt 2 Wege und du hast dich wohl für den richtigen entschieden, wie man in deinen Arbeiten sieht. Und ja, Entscheidungen öffnen Türen. Möchtest du uns mal was von deinen aktuellen Arbeiten zeigen? Ja, vielleicht? Gerne. Ich habe hier mal meine Website offen. Und auf der Startseite sieht man hauptsächlich im Character Designs viele Füchse mag ich halt voll gern. da habe ich dann, das sind halt die 2 hier, die sind von einem zumindest zukünftigen Kinderbuch, das wir mit einer Freundin mal machen wollten. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal dazu. Und es gibt so über 2 Waldgeister, Lux und Nox, sowas wie Yin und Yang. Das eine ist das Aufgehen, das andere ist das Vergehen und halt ein kleiner Waldgeist. So ein bisschen Ghibli inspiriert, weil meine Sachen, also ich komme aus Manga-Zeichnen, wird man wahrscheinlich merken,
Und so ganz hat sie mich halt nie losgelassen, deswegen sieht man wahrscheinlich den Einschlag. Ja, hier ist ja schon mal die Vorschau, an wem wir dann später arbeiten, Fran und Pebbles. Sind halt so private Nebenprojekte von mir. Ein cooles Projekt, das ich dieses Jahr machen durfte, war eine Cover-Story für das Storytime Magazine. Und es war einfach so perfekt, weil ich habe selber eine norwegische Waldkatze und habe dann eine norwegische Waldkatze illustrieren dürfen, die auch noch magisch war. Und das war mega, mega cool. Die beste Inspiration also. Also ich muss sagen, meine Katze hat mir, glaube ich, die meisten Jobs gebracht, so von wegen Netzwerken und so, aber das, von Züchter über Autorin, die ich dann kennengelernt habe und eben das da, also ist ganz lustig, wie man eigentlich dann so zu den Netzwerken kommt im Prinzip. Genau. Dr. Jekyll, Herrschaftszeiten, was wird das heute noch? Dr. Jekyll halt im Chat fragt, was für ein Zungenbrecher, was für eine norwegische Katze, sieht die tatsächlich aus wie deine Illustration oder hast du dich da noch ein bisschen von zum Beispiel Studio Ghibli inspirieren lassen? Weil ich kenne die Katze auch nicht. Norwegische Waldkatze, ja, ich könnte ein Foto aufmachen, aber weiß nicht, dürfen wir das? Natürlich. Okay. Ich google es mal einfach. Ja. Jutta sagt im Chat, sie liebt so tolle märchenhafte Illustrationen und du hast es ja schon kurz erwähnt, man sieht deinen Manga-Einschlag so ein bisschen. Aber ich finde, du hast so deinen eigenen Stil damit drin. Und okay, cool. Ich finde die Kombination super schön. Dankeschön. Ja, ich mag auch voll gern so Disney und so Animationssachen eigentlich total gern und Comic und ja, ein bisschen Kinderbuch ist so mit drin, also so komische Mischung. Ja, also die Katze an sich, meine Katze schaut mehr so aus wie die hier. Die Vorgabe war halt eben eine blaue Katze zu malen. Deswegen ist halt ein bisschen, ein bisschen überzeichnet natürlich. Aber diese Halskrause ist halt so dieses Markenzeichen. Die sind auch total fluffig. Katzen sind ja die beste Inspiration und vor allem, wenn man Social Media sich anschaut, sind Katzen und Hunde die Nummer eins an geliebten Bildern. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe sie auch total oft gezeichnet. Also von dem her, irgendwo da unten sehen wir dann später dann eh nochmal. Sonst habe ich hier verschiedene Character Design Projekte. Das ist so eine Art Mascot Character für so einen Nudelshop, Ramen-Shop. So ein bisschen Richtung Street Fighter und Chun-Li, weiß nicht, ob man die kennt. So war das ein bisschen die Inspiration irgendwie. Sarah, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie entscheidet man sich, Character Designer zu werden? Ich glaube, das ist einfach so passiert, weil mir gefällt es einfach so gern, also richtig gut Characters zu zeichnen und einfach die ganzen Eigenschaften rauszuzeichnen. Wenn ich halt dann kriege, okay, der Charakter ist so und so, und dann denke ich mir, okay, wie könnte er ausschauen? Was könnte er anhaben? Wie schaut alles an dem aus? Das ist dann irgendwie so ein automatischer Prozess bei mir irgendwie. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie finde ich es ziemlich cool und irgendwie so ein richtiger Traum wäre schon irgendwie vielleicht mal bei Disney oder so. Character Designer zu werden. Ich glaube, das wäre so mein Traum. Ja, da gehen wir mal hin und schauen mal und probieren mal aus. Und ich mag auch total gern im Café zu sitzen und dann halt einfach die Leute abzuzeichnen. So ein bisschen geheim. Weil man findet halt so viele tolle Leute auf der Straße und die muss ich dann immer zeichnen, das halt ein bisschen überzeichnen und das sind halt auch ziemlich gute Inspirationen, muss ich sagen. Also, man muss sich von seiner Umgebung inspirieren lassen. Und Andrea meint auch, man sieht den Disney-Einschlag auch in deinen Illustrationen. Okay. Also, die Kombination ist auf jeden Fall der Hammer. Und Dankeschön. Dr. Jacqueline Heid sagt, die Katze würde gut zu ihrem Spitz passen. Zum Spitz? Also oh, das ist süß. Vielleicht ergibt sich da ja mal eine Character-Kombi draus. Oh ja, beide sehr fluffig und flauschig. Finde ich super. Hätte ich dir aber gern mal. Ja, was habe ich hier noch? Hier verschiedene eben Character-Porträts und das war ein ziemlich cooles Projekt. Das war für einen Imagefilm fürs Hofbräuhaus in München mit einer Kärntner Agentur. Und da durfte ich ein bisschen comic-mäßig zeichnen, das finde ich immer ganz gut. Weil am Anfang, wenn man natürlich anfängt als Freelancer, zumindest war es bei mir so, dann war es mehr so, du kannst zeichnen, machst du das auch? So, ja klar. Aber dann irgendwie später kann man sich so, man kann sich dann spezialisieren, man kriegt dann irgendwie so, ja, die ist da und da gut und dann kriegt man halt auch noch Anfragen eher in die Richtung und dann, yes, das ist cool. Weil es kommen natürlich dann auch bessere Sachen raus, wenn man es dann wirklich richtig gern macht. Und
Das war ein ziemlich cooles Projekt. Du bist ja selbstständig. Kriegst du deine Aufträge hauptsächlich übers Portfolio oder passiert das auch ganz viel über soziale Netzwerke? Viel tatsächlich über Behance und halt auch teilweise über persönliche Kontakte. Das ist auch ganz viel Weiterempfehlung. Ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Ja, und auch über Social Media kommt auch was rein. Aber meistens ist es Behance, weil es sind die seriöseren Anfragen, weil bei Social Media, also ja, can you draw me? Ja. Na, aber das, es klappt dann. Das Coole ist immer, dass die Kunden zu mir kommen, was echt sehr angenehm ist. Das ist wirklich, wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du dich eigentlich schon mal so ein bisschen gemütlich zurücklehnen. Ja, zurücklehnen. Sollte man sich nie, aber ist ein bisschen entspannter. Zumindest gerade jetzt, wo halt diese ganze Krise zumindest in Österreich vorbei ist, merkt man schon, okay, jetzt kommen langsam wieder Anfragen und man kann mal den Stress rausnehmen. Es geht voran. Freunde, ihr habt es gehört, ein Portfolio ist wichtig. Falls ihr ein neues Portfolio habt, schickt uns das über Discord. Vielleicht kann Can mal kurz, während er von seinem wunderbaren Urlaub erzählt, den Discord-Link zum Portfolio sammeln, posten. Ich würde mich freuen, ein paar von euren Portfolios zu sehen. Und Sarah, war es für dich schon immer klar, dass du dich selbstständig machen möchtest? Eigentlich nicht, nein. Also wie ich damals angefangen habe, bei dem Illustrator war auch die Entscheidung, dass ich mich vielleicht selbstständig mache. Aber ich glaube, irgendwie muss man das reinwachsen. Zumindest bei mir war es halt so, weil es ist ja doch ein ziemlich großer Schritt. Du hast ja im Prinzip keine Absicherung. Du musst halt selbst schauen, wie du zu den Sachen kommst. Aber es hat dann im Endeffekt 5 Jahre halt gedauert. Und das Lustige war, ich habe mir dann immer wieder schon so Sachen angeschafft, so ja, den Scanner, für wenn ich dann mal selbstständig bin, den Drucker, den guten, für wenn ich dann selbstständig bin. Ja, und dann auf einmal war ich selbstständig. Also es hat sich irgendwie so langsam aufgebaut. Wenn man so zurückblickt, dann merkt man, wie sich die Puzzleteile so zusammensetzen. Und das ist total lustig eigentlich. Das Schöne ist, meistens sieht man es im Nachhinein und dann ist es, es schaut so einfach aus und als ob es so schnell passiert wäre, aber eigentlich braucht man wahnsinnig viel Geduld. Das stimmt, ja. Sarah ist auf Behance, wenn ihr, das war eine Frage im Chat, der Link war auch schon im Chat davor, ich kann ihn aber auch sonst nochmal gleich posten. Sarah, was waren für dich dann, du hast ja gemeint, du hast dich so Schritt für Schritt im Kopf auf die Selbstständigkeit vorbereitet, was waren dann wirklich der Punkt, der dich überzeugt hat, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt? Es war dann keine andere Option mehr für mich da. Also das war halt eine Zeit, wo es mir halt richtig schlecht gegangen ist. Also das war mein nächster Wendepunkt im Prinzip. Hat alles damit zusammengearbeitet, gehängt, dass ich halt zu viel gearbeitet habe und dann halt, ja, dann für ein paar Monate halt ausgefallen bin. Und das war halt dann die Frage, okay, was machst du jetzt? Ist es dann, gehst du wieder zurück in die Arbeit? Und oder gibt es andere Optionen? Also ich habe wirklich eine Liste geschrieben. Da war sogar drauf, bekomme Kind oder so. Also wirklich alles war da drauf. Und für mich ist halt wichtig, dass ich aufs Bauchgefühl höre. Also ich trainiere es auch immer sehr brav. Und das Einzige, wo es halt dann funktioniert hat, war halt dann das, du machst dich selbstständig. Und das war halt dann so der ausschlaggebende Punkt. Das Sprungbrett sozusagen. Das hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile, weil man sich die Zeit besser einteilen kann. Was mich total inspiriert an dir ist, dass du so strukturiert an den Prozess rangehst. Ja, und, das BWL-Studium. Wahrscheinlich, ja. Und du hast uns ja am Anfang schon erwähnt, dass du deine Charakter Fran und Paris mitgebracht hast. Und natürlich. Der Prozess ist ja mindestens genauso strukturiert. Möchtest du mal kurz zeigen, ja, klar. Natürlich. Wie du das denn sonst so machst? Ja, ich habe sie jetzt mal mitgebracht. Vorab, es ist jetzt kein Musterlehrbeispiel, so designe ich einen Charakter. Es ist halt eigentlich aus einer Idee entstanden, die ich mal von einer anderen Illo, also ich habe eine Illo gemacht und das habe ich dann weiterentwickelt. Und ja, die ursprünglich, kann ich mir immer zeigen, war es eigentlich diese Illo. Das war eigentlich inspiriert von einer französischen Comic-Künstlerin, die heißt Amélie Fléchet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die hat da sowas mit Schafreitern gemacht, hat, das ist richtig cool. Und irgendwie so in die Richtung habe ich dann das halt inspiriert und irgendwie gezeichnet. Und das ist jetzt schon 2 Jahre her. Und irgendwie könnte ich das eigentlich neu auflegen und halt irgendwie eine vielleicht verfeinern oder einfach fürs Portfolio mal ein bisschen dran arbeiten. Und ja, dann habe ich halt mal überlegt, okay, das Konzept gefällt mir, aber das Schaf war dann so ähnlich. Deswegen habe ich dann überlegt, Ziegen. Ziegen sind cool. Allein wie die schreien oder wenn sie dann Angst haben, dass sie dann hinfallen und so. Deswegen habe ich dann gedacht, okay,
probierst es mal mit deinem Ziege und machst dein Konzept weiter. Und ich habe dann einfach im Skizzenbuch ganz, ja, sag mal, ohne viel Hirn, einfach mal geskribbelt und halt, was mir halt so einfällt und einfach mal sowas wie Notizen gemacht. Und das war halt einfach so mal der Überblick und ein bisschen Studien und mal schauen, okay, wie könnte ich das machen, wie könnte die Ziege ausschauen und einfach mal geschaut, so wie zum Beispiel die Ziege da rechts unten, so so klein und so knubbelig und das war ganz süß. Das waren so die ersten Schritte. Ja, und normalerweise beim Character Design... Ist das mit dem Skizzenbuch auch was, das du machst, wenn du so ein kleines kreatives Loch hast? Hilft dir das, da wieder drüber zu kommen? Oder hast du da andere Methoden? Bei mir ist es ein Studien. Also entweder ganz weg oder Studien machen. Also, weil bei Studien, da hast du nicht den Druck, dass du was leisten musst. Weil meine Sedulen sind auch gut, aber irgendwie so, ja, aber das muss dann trotzdem gut ausschauen und so. Und bei Studien ist halt dann, du zeichnest einfach das Bild ab und lernst halt dabei und zeichnest und kommst wieder rein und dann kommt es eh wieder mit der Zeit. Das ist so meine Taktik im Prinzip. Und machst du das hauptsächlich analog oder auch digital? Das meiste eigentlich digital. Also Photoshop ist, oder am iPad ab und zu. Es geht ganz gut. Da bin ich auch ein bisschen flexibler. Aber wenn ich halt irgendwie dann sage, okay, ich will mich inspirieren lassen, gerade für diese Geschichte, da habe ich so einen Meinenteich in der Nähe, da gehe ich dann immer zu diesem Teich und setze mich hin und zeichne halt dann über, eben, dass da zum Beispiel in der Nähe da von diesem Teich, weil ich dann einfach Inspirationen kriege, weil die halt viel im Wald unterwegs sind und so. Also ich nehme halt einfach dann, was ich dann so kriege. Und jetzt ziehst du nach München, dann bist du gar nicht mehr dort, wo die anderen zum Urlaub machen hinkommen. Ja, das stimmt. Das muss ich selber Urlaub machen kommen. Aber es passt schon. Also es ist schon eine coole Herausforderung. Ist ja auch wieder was, weil im Endeffekt, ich war letztes Jahr auf einer Messe, auf einer großen Lightbox-Expo in Pasadena und dann bist du da wieder ein großen Mega-Illustrator und denkst, wow, jetzt muss ich wieder zurück nach Klagenfurt. Und dann sagst du, ja, wäre schon cool, irgendwo anders zu wohnen. Passt auf, was ihr euch wünscht. Ja, Andrea sagt, bei ihr gibt es auch Ziegen. Ich nehme an, Andrea ist auch in München. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Sehr gut. Ich nehme gerne Kontakte und zeichne gerne Live-Ziegen. Das ist so cool. ja, ich denke, es geht einfach mal weiter. Und wie gesagt, sie ist jetzt nicht so das perfekte Musterbeispiel Character Design, weil normalerweise macht man verschiedene, also nicht nur ein Design im Prinzip, sondern versucht ja verschiedene Designs zu machen, keine Ahnung, andere Frisur, andere, ganz andere Klamotten und so weiter und so fort. Deswegen, mir hat das Konzept aber gut gefallen und ich mache einfach mit dem weiter, weil ich fand die Haare witzig und den Hut, der, wo übrigens die Haare durchschauen so, also und habe halt einfach ein bisschen rumgetestet. Von der Inspiration her war das gerade zu der Zeit, wo ein Anime rausgekommen ist, der heißt Demon Slayer, der war ziemlich cool und inspirierend, weil die haben viel mit Mustern gemacht. Und das ist mega cool. Auch das, da war ein Charakter, der hat halt die Hälfte der Jacke in ein anderes Muster gehabt. Ich dachte, das ist ziemlich cool. Habe es dann aber später zum Schluss dann verworfen, aber es war ziemlich interessant, dann mit rumzuspielen, eben mit verschiedenen Formen und die verschiedenen Farben halt einfach ein bisschen auszuprobieren. Also mit dem Mantel, mit dem Muster hast du mich gekriegt. Das war ja so der Eyecatcher für mich, ja. Das freut mich, cool. Ja, es ist halt ein ziemlicher Prozess dann gewesen. Zuerst war zweifärbig gewesen, aber es war dann zu ähnlich dem Charakter, den ich halt als Inspiration hatte. Deswegen habe ich, machst du ganz was anderes, dann ist da nichts, kein Problem. Und ja, das waren halt dann die Kleidung drunter. Auch verschiedene Varianten, was könnte jetzt da drunter sein. Da war die Inspiration, da gibt es glaube ich Mumin, der heißt Snufkin. Der hat mich ganz... Es ist, glaube ich, irgendeine finnische Geschichte. Ja, das habe ich halt da als Inspiration hergenommen, so ein bisschen märchenhaft, so ein bisschen, ja, fand ich einfach super ansprechend. Und der ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber es ist ein Turnaround für sie. Es ist halt einfach, wenn ich halt das Design fertig habe, dann schaue ich halt, okay, wie setze ich denn den Charakter in verschiedene, also von allen Seiten, wie schaut er von allen Seiten aus? Ne? Und ist jetzt nicht gerade die spannendste Arbeit, weil es halt relativ trocken und technisch ist, weil du musst natürlich schauen, okay, ist das jetzt wohl alles auf der gleichen Höhe, weil eben, ich wollte eigentlich in Animation rein und deswegen, du musst halt das wirklich im Portfolio haben, damit du Jobs in Animation kriegst. Das wären sogar, glaube ich, sogar zu wenig Posen. Ich glaube, du musst sogar 6 bis 8, je nachdem,
ob der Charakter jetzt symmetrisch oder asymmetrisch ist. Also da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Aber ja, also das ist zumindest ganz praktisch, weil wenn man dann eben so wie Gesichtsausdrücke oder später dann auch so verschiedene Posen macht, das ist halt total wichtig, weil du weißt, okay, bei welchem Kopf ist jetzt das T-Shirt oder bei welchem Kopf ist der Gürtel und so weiter. Das hilft halt, dass die Proportionen immer stimmen. Hast du denn einen Tipp für Newbies, wie sie die verschiedenen Posen am besten hinkriegen können? Gesture Drawing? Okay. Gesture Drawing ist super cool. Also das würde ich echt empfehlen, weil es auch hilft, dass einmal die Posen richtig flüssig sind. Also ich kann mal kurz weitermachen. Dass einfach die Bewegungslinie richtig gut rüberkommt. Und ansonsten, ich habe halt einen super coolen Kurs gemacht auch. Ich weiß nicht, ob man das Werbung machen darf, aber von Skulissen war das. Und da hat es einen Gesture Drawing Kurs gegeben, der war halt richtig cool und der hilft halt extrem bei solchen Gesten, Posen und so weiter. Kann ich nur empfehlen, war echt super. Das heißt, du bist eigentlich ständig am Lernen und bildest dich auch ständig weiter. Ja, ich finde es total wichtig, weil kannst du eigentlich von jedem was lernen. Egal, ob es jetzt der super große Ultrameister ist sozusagen oder keine Ahnung, nur also jemand, also dein Kollege oder wo du denkst, okay, der ist jetzt vielleicht nicht so weit wie ich, aber du kannst trotzdem von jedem was lernen. Also da hat jeder eine andere Sichtweise, eine andere Herangehensweise. Also von dem her muss man da, glaube ich, einfach offen sein. Auf jeden Fall. Deshalb bist du ja heute da und wir haben die Stunde mit dir, damit sich Leute was Schönes von dir abschauen können. Die Community ist ja immer ganz heiß drauf, Neues zu lernen. Und ich gebe dir ein kleines Zeitupdate. Wir haben jetzt schon die erste halbe Stunde so hinter uns. Und na, dann gehen wir mal in die Zeitung, würde ich sagen. Wenn du möchtest, ich weiß nicht, wie viel Zeit du dafür eingeplant hast, aber natürlich wollen wir lange genug haben, dass du da gut vorankommst. Natürlich, kein Problem. Ja, ganz fertig kriegen wir es ja sowieso nicht, aber ich habe gedacht, ich mache einfach mit euch die Illu hier, die zweite Skizze sozusagen. Es war mal so die Idee, wie das dazu gekommen ist. Zuerst mal ein Doodle und dann mit dem Turnaround und schauen, okay, passen die Proportionen? Und die erste Skizze war mir dann zur Fahrt. Deswegen habe ich gedacht, okay, ein bisschen mehr Story reinbringen, vielleicht, dass der kleine Drache irgendwie eine Münze geklaut hat und sie jetzt ihn dann erwischt. Und ja, ich habe gedacht, wir machen einfach mal dann die Skizze und kolorieren die mal. Du arbeitest im Moment mit Photoshop, richtig? Genau, ja. Eigentlich so mein Hauptprogramm. Also eigentlich mache ich alle meine Illus in Photoshop. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr am Fresco, was auch immer. Ein freudscher Versprecher. Fresco ist auch cool, habe ich auch schon probiert. Ja, tatsächlich, ist am iPad eins meiner Lieblingsprogramme und funktioniert tipptopp. Habe ich gesehen, du hast ja auch schon Illustrationen gemacht im Livestream, oder? Genau, ja. Sehr cool. Und ich möchte ja nicht spoilern, aber ich komme am Freitag wieder, aber nicht mit Illustration. Mal sehen, was das wird. Kathi im Chat sagt, sie ist froh, dass es die Streams hier gibt. Sie hat schon super viel gelernt und ist grandios und es hilft wahnsinnig viel. Und vor allem auch die Motivation hochzuhalten. Da stimme ich dir zu. Das stimmt, ja. Ab und zu braucht man dann die Motivation von außen wieder, wenn es dann von innen ein bisschen abflaut. Weil gerade in der Zeit jetzt ist es ja doch schwierig, wenn man nicht weiß, wie es jetzt überhaupt weitergeht und die Welt irgendwie gefühlt Kopf steht. Das stimmt. Das Gute ist, irgendwas kommt immer. Und Chaos öffnet manchmal auch die Türen für vieles Neues. Das stimmt, neue Möglichkeiten. Und Pia sagt zum Beispiel, sie hat durch die Hands wieder Spaß an der Grafikarbeit gefunden. Finde ich super. Es geht mir genauso, bin ich tatsächlich auch immer dran, neue Inspiration zu suchen und neue Dinge auszuprobieren. Und deshalb freue ich mich auch so, dass wir in den Streams immer verschiedene Artists haben, die verschiedene Spezialisierungen haben und man sich da tatsächlich viel abschauen kann und Dinge ausprobieren. Wir kochen ja am Ende alle nur mit Wasser. Das stimmt. Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass eigentlich jeder im Prinzip gleich startet oder kein Magier ist, dann ist, glaube ich, das alles der Druck ein bisschen weniger. Wo ich damals angefangen habe im Illustrator, da war ich, oh mein Gott, der hat Tom Turbo, okay, Tom Turbo ist jetzt in Österreich ziemlich das Ding gewesen. Okay, oh Gott, der hat das gemacht. Und dann merkst du, okay, ja, aber der macht auch genauso wie jeder an, also wie du selbst, macht er im Prinzip auch die Zeichnungen. Er macht auch mindestens eine Skizze. Macht das mit dem magischen Trick und wupp, ist es da. Das ist schon irgendwie ziemlich cool zu sehen dann. Ja, Geduld und ganz viel Übung. Und Kathi wird jetzt wahrscheinlich, der wird das Herz hochspringen, wenn sie Tom Turbo hört.
Nein, du kennst, sie kennt Tom Turbo nicht. Unfassbar. Kathi ist die Österreicherin bei uns im Chat und kennt sie nicht wie alles. Er ist schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob es noch läuft. Keine Ahnung. Aber den Thomas Brezina gibt es noch und der schreibt ja noch, soweit ich weiß, immer Bücher. Das stimmt, ja. Der hört, ja, wie viele Bücher hat er schon geschrieben in seinem Leben? Keine Ahnung. Also war eigentlich ziemlich cool. In der Agentur, wo ich vorher gearbeitet habe, da haben wir auch ein Kinderbuch für ihn illustriert. Es war auch ziemlich spannend, dann auch ihn nochmal kennenzulernen. Total witzig. Ich war dann wie ein kleines Kind wieder. Ja, Pia kennt Tom Turbo und sie sagt, der läuft noch immer, ja, wahrscheinlich in der Wiederholung. Ich weiß nicht, ob die noch neue Folgen drehen. Du hast ja wahnsinnig viele spannende Kunden auf deiner Liste. Wie bist du denn dazu gekommen, die zu finden? Und gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ist dein Lieblingskunde? Ich mag alle meine Kunden. nein, das ist vielleicht schwer. Ich ändere die Frage und sage, bitte, ja. Arbeit, die dir besonders Spaß macht. Also das Kinderbuchprojekt war, also dieses Kinder, diese Cover-Story war wirklich was, was wirklich mega cool war. Das hat mir echt Spaß gemacht. Vor allem, weil es halt auch was war, was mein Thema war, eben das mit der Magie. Ich liebe Magie und die Katze und so, das war halt einfach perfekt. War einfach so, dass man perfekt für mich gemacht war, das war echt cool. Und ich habe auch mit einer Kärntner Verlegerin so Buchcover gestaltet, das war auch total witzig. Weil einfach das Buch total lustig war, die Autorin war lustig und da hast du ja einfach austoben können. Es war halt einfach cool, wenn du halt ein bisschen kreativ frei arbeiten kannst und man sich einfach versteht, wenn man am Projekt arbeitet und den gleichen Wellenlänge hat. Also. Das stimmt auf jeden Fall. Und kreative Freiheit ist ja immer so das Zuckerl bei einem Projekt. Das macht dann doppelt Spaß. Das stimmt, ja. Wie gehst du denn jetzt voran bei deinen Illustrationen? Machst du das spontan oder hast du da schon ungefähr einen Plan im Kopf, wie zum Beispiel die Farben auswählst oder welche Schritte du machst? Ich habe sie jetzt als Vorlage im Prinzip schon da. Also das sind meine Farbvorlagen sozusagen. Ich brauche einfach nur die Farben picken. Ja, ich habe da die Skizze angelegt und die habe ich dann einfach auf 30% oder so gelegt und halt drüber, sodass ich dann drunter die verschiedenen Ebenen einfach aufbaue und halt einfach mal ausmal im Prinzip. Und wenn das dann fertig ist, dann mache ich meistens die Lines, also diese ganzen, ja, Lines halt, die, ja. Ja, Eva ist selbstverständlich. Und ja, dann kommen halt die Schatten. Je nachdem, bei diesem Stil, also irgendwie je nachdem, für was für, also mein Stil oder mein Kollaborationsstil, der ändert sich immer ein bisschen, je nachdem, was ich halt mache. Und bei ihr ist es halt so, dass die Koloration eher flächig ist. Aber wenn halt es ein bisschen aufwendiger sein soll, so wie zum Beispiel es mit diesem Waldgeist und mit diesem kleinen Viecherl, dann kommen halt natürlich verschiedene Schattenebenen, verschiedene Highlights und Rimlight ist super. Und ja, das dauert halt dann einfach, die ganzen Effekte und Sparkle und keine Ahnung. Da tobe ich mir dann noch mehr aus. Von dem her ist das relativ einfach und vielleicht haben wir Glück, dass ich da eh ganz gut vorankommen kann. Also du bist relativ flott und wir haben noch knapp 30 Minuten, also entspannt. Okay, sehr gut. Du hast ja, wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, eigenes Ziel und du hast dich von verschiedenen Richtungen, Anime und Disney und Studio Ghibli inspirieren lassen. Aber gibt es denn auch Projekte, wo du deinen Stil an zum Beispiel eine Marke anpassen musst? Ja, das ist schon, es kommt auch immer wieder vor. Ich habe es halt nicht auf der Website, aber es gibt auch immer wieder Anfragen, wo es so, ja, das ist der und der Stil und ob das geht. So, ja, durch die Arbeit in der Werbeagentur ist es halt ganz normal, oder zumindest war es halt sehr normal, dass du einfach den Stil wechseln musst und halt einfach flexibel bleiben musst. Und deswegen ist es eigentlich kein Problem. Aber es ist natürlich immer cooler, wenn du halt im eigenen Stil zeichnen kannst, weil es halt, ja, es bist halt im Prinzip du selbst. Und ja. Das andere ist halt dann doch ein bisschen verstellen und kann halt natürlich, wird halt vielleicht nicht so ultimativ, wie wenn du es dann im eigenen Stil machst. So kommt es mir halt für mich vor. Also heißt nicht, dass ich nicht immer meine beste Sachen probiere und das Beste gebe, das soll es nicht heißen, aber ja.
Man ist ja auch ein bisschen effektiver, wenn man seinen eigenen Stil was machen kann. Genau, stimmt. Ja, da hat man so seinen eigenen Workflow. Und gerade wenn jetzt irgendein Stil ist, der jetzt ziemlich weit weg von meinem eigenen ist, zum Beispiel Vector Lines. Das, also Illustrator, alle, die Illustrator können, ihr seid meine Helden. Aber das ist zum Beispiel, es wird einfach mein, da tue ich mir halt einfach schwer. Ja, das ist auch ein anderer Workflow. Dem hat eine gute Frage, weil du ja Photoshop anders benutzt als viele Artists, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Wie bist du denn zu dem Layout gekommen? Layout? Ach so, das ja, mit dem Photoshop. Mit der Oberfläche meinst du? Mhm. Ja, ich bin Linkshänder, deswegen ist bei mir alles ganz bei der linken Seite, damit ich schnell da mit dem, mit dem Stift halt dann da hinkomme. Und ich habe halt meine Tastatur jetzt da oben liegen, also deswegen ist es ganz praktisch, einfach da alles an Optionen und an Einstellungen und da oben dann die rechte Hand ist halt dann nur, und die rechte Seite, weil im Prinzip kann ich ja da nichts machen, ist halt dann komplett blockiert mit dem Arm. Und das heißt, du arbeitest auch hauptsächlich mit dem Tablet und ohne Tastatur und so weiter? Tablet funktioniert bei mir deswegen nicht so gut, weil ich bin halt mehr so der Shortcut-Typ und ich habe noch nicht den richtigen Workflow raus. Also ich arbeite noch dran, aber diese Shortcuts, die gehen mir schon ein bisschen, die fehlen mir schon ein bisschen. Es ist auch spannend, dass du tatsächlich alles gesammelt hast, von Farben über Pinsel und die Layer ganz unten, aber auch reduziert auf das Wichtigste. Ja, genau, das sind die Sachen, die ich eigentlich am meisten brauche. Ab und zu mal vielleicht, da irgendwo sind sie, die Werkzeugvorgaben. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt, aber ich habe dann immer noch 2, 3 drin, die total, die ich halt immer ganz gern benutze, zum Beispiel die hier für die Haare dann. Das schaut eben ganz nett aus, so ein bisschen. Und ja, ab und zu mal bei, was sind die Pinsel da, ein paar Einstellungen, aber ansonsten brauche ich da nicht so viel. Wechselst du oft die Pinsel oder hast du da einen und sagst so, never change a running system und bleibst dabei? Ja, ich habe eins, das ist dieser Skizzenpinsel, ich glaube, der war beim Brushback von einer Künstlerin namens Lin Chen dabei und der ist halt, der funktioniert halt für mich einfach super. Ansonsten, den habe ich auch total gern. Der war, glaube ich, von Aaron Blaze. Der war Disney-Animator und der hat auch so die Workshops und ich glaube, das war da dabei. Das ist halt so ein bisschen, ja, Kreideoptik, so ein bisschen trocken. Das ist halt so mein, sind so meine Lieblingspinsel. Also generell, aber sonst die Kyle Brushes, die eh immer dabei sind, die sind halt einfach echt toll. Da habe ich auch ganz viele eigentlich immer standardmäßig für alle möglichen Sachen. Dann verwende ich die dann. Ja, der Kalti Webster ist ein guter Mann, der macht die besten Pinsel, vor allem wenn es um Photoshop, Fresco und so weiter geht. Hast du denn schon mal selber einen Pinsel gemacht? Ja, natürlich, natürlich. Letztens, und wo ist denn der? Bei mir war es halt mehr so simple Sachen. Es sind halt nur so kleine Pflänzchen oder was war da? Da war einer für so Bäume. So, ja, jetzt so eine Geschichten. So, jetzt wurde von der neuen. Ja, sehr brav. Nicht auf der bestehenden Ebene. Brav. Ja, das ist ja was, das passiert ständig und dann später merkt man es. Kein Zurück mehr. Da hilft alles Command Z nichts. Ja, da braucht man nur einen Boxsack. Das geht das andere. Oder eine Runde ums Haus rennen. Ja, oder sowas. Oder schreien. Einfach schreien. Das geht auch. Wobei es keine Probleme mit den Nachbarn geben. Die Emotionen müssen raus. Ja. Im Office gibt es ja auch keine Kollegen, die einem da im Weg stehen können. Das stimmt. Ja, im Moment bin ich im Homeoffice. Normalerweise, vor dem Umzug, da war ich in einem Coworking Space, total cool in Klagenfurt. Eben bei dieser Filmfirma, wo ich dann das Praktikum gemacht habe. Das war super nett. Aber ja, durch den Umzug musste ich natürlich das Büro dann räumen. Aber es ist auch schön daheim, muss ich sagen. So nett, irgendwie da nur für sich zu sein, einfach nur so einzutauchen, das ist echt cool. Aber es fehlt natürlich ein bisschen die Inspiration von Kollegen. Ich lese dir mal kurz vor, was der Chat so sagt. Fritz ist auch begeistert, dass man alles individuell einstellen kann. Und Pia sagt, tanzen und schreien ist super.
Sorry. Und Katrin sagt was Spannendes, und zwar gibt es einen Stream mit Kalti Webster über die neuen, über die Neuheiten in Fresco. Also alle Streams, die wir hier machen, sind ja im Nachhinein noch verfügbar auf Behance YouTube. Und ihr könnt euch alles nochmal anschauen. Super spannend, vor allem auch, wenn man Gäste öfter zu Besuch hat, sieht man auch, wie der Stil sich entwickelt und wie sich der Workflow entwickelt. Und mache ich super gerne, vor allem, wenn es mal ein bisschen an der Motivation hapert und es nicht so richtig vorangehen möchte. Baracke 6, irgendwann musst du mir mal sagen, wie du wirklich heißt, aber der fragt, arbeitest du auf Windows oder warum nicht auf Apple, und gibt es einen speziellen Grund, warum du dich für das eine oder das andere entschieden hast? Ja, erstens einmal der Preis und zweitens das Plugin hier. Das ist das Lazy Nizumi Plugin, also das kann ich echt nur empfehlen, gibt es leider nur für Windows. Und das ist halt echt cool, weil du hast halt da Hilfen drin für Perspektive, für Radial Lines, für was da noch, oder das heißt nur halt eben für den Brush zu smoothen. Also für Outlines super toll, und mir hat dieses Plugin wirklich schon oft den Hintern gerettet, blöd gesagt. Und deswegen ein Grund, warum ich bei Windows bleibe, ist das Plugin hier. Also ja, aber es funktioniert genauso gut, also von dem her. Das stimmt. Tim sagt auch, man muss es nicht unbedingt trennen. Er hat einen Desktop mit Windows und einen MacBook dazu. Ja, aber Tim hat auch alles, was man sich nur vorstellen kann. Und er ist ja unser Super-Streamer im Hintergrund, also unser Stream-Technik-Meister. Hallo Tim, schön, dass du wieder da bist. Wie lange brauchst du denn so im Durchschnitt für deine Illustration? Weil ich bin ja überrascht, dass es tatsächlich so schnell vorangeht gerade. Immer ein bisschen aufgewärmt vorher. Okay. Ist das denn was, das du täglich machst, so eine Routine? Ich probiere es, ja. Also es hilft schon auf jeden Fall, um halt eben schneller voranzukommen, weil halt von die, ja, es ist wie beim Sport. Wenn du halt die Hand ein bisschen warm gezeichnet hast, dann geht es halt einfach ein bisschen schneller. Wie lange ich für das brauche? Puh, gute Frage. Ich glaube, das Skizze hat ein bisschen länger gedauert, weil ich nicht so ganz zufrieden war. Ich habe so 2 Stunden habe ich sicher gebraucht, und ich glaube, die Koloration wird in 2 bis 3 Stunden, so wie es halt da ist, sicher fertig sein, denke ich. Also ist einer von den einfachen Stile, wenn man so, also von mir halt, wenn man so zu nennen will. Weil das andere zum Beispiel, das mit diesem Waldgeister, das hat schon, ich glaube, 30 Stunden waren sicher oder 20. Also wenn da mal ein Kinderbuch draus wird, dann muss ich dann Kickstarter machen oder irgend sowas. Sonst kann ich mir das nicht leisten. Ja, es funktioniert ja wahnsinnig gut und ist immer eine gute Option. Michaela fragt, ob du Thumbnails für deine Farben machst oder ob du einfach mit dem Kolorieren beginnst. Tatsächlich schon, ja. Bei größeren Illus schon. Da mache ich dann richtig so, also nehme ich eigentlich im Prinzip die Skizze und mache halt die im Thumbnail halt kolorieren. Aber jetzt bei dem hier ist es halt schon im Prinzip festgelegt, weil ich weiß, das will ich haben, und das kann ich jetzt eigentlich 1:1 übernehmen. Also von dem her geht es dann ganz locker. Deswegen geht es natürlich auch ein bisschen schneller, weil sonst muss natürlich checken, okay, sind die Farben gut, passen die zusammen und so weiter und so fort natürlich. Und Fritz hat auch noch eine Frage, und zwar, bei welchen Illustrationen wendest du die Tiefenwirkung an? Tiefenwirkung? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Also Fritz, falls du möchtest, kannst du das gerne noch ein bisschen im Detail erklären. Danke, Baracke 6. Also Sascha, danke, dass du dich vorgestellt hast. Ich freue mich. Das ist ein Anagramm seines Namens. Also er nennt sich im Chat Baracke 6 und jetzt Sascha Becker in echt natürlich. Werde ich mir fürs nächste Mal merken. Passiert dir dann manchmal, dass du eine Illustration machst und am Ende dann ganz unzufrieden damit bist und das tatsächlich auch, also du wegwirfst? Ja. Oder bleibst du gerne, oder gehörst du zu den Harten und bleibst dran und malst in die Unendlichkeit weiter? Ja, es kommt immer drauf an. Ich glaube, bei einer Illu ist es immer so, es gibt dann so einen Punkt, wo es einfach kacke ausschaut. Und ich glaube, wenn du über den drüber bist, also bis dahin ist es richtig frustrierend. Du denkst, okay, funktioniert das?
jetzt vielleicht nicht bei so was Kleinem wie nur so einem Freisteller, aber halt eben was Aufwendigeren, so funktioniert das. Aber ich glaube, wenn du es dann durch, wenn du dann über diesen Schritt drüber bist, dann geht's eh, dann machst du es soweit fertig, bis es halt dann fertig ist. Wobei, ich glaube, irgendwann muss man auch aufhören. Weil es ist das Problem beim Digitalen, dass du halt einfach unendlich lang weitermalen kannst. Das stimmt. Und dann gibt es auch wahnsinnig viele Details, die man am Ende gar nicht mehr sieht. Und ja. Deswegen ist analog ab und zu echt angenehm, weil es halt ein bisschen entspannend ist. Machst du das denn noch? Ab und zu, ja. Bei Inktober zum Beispiel, das mache ich immer voll gern. Ist voll entspannend. Oder Gouache ist auch total cool. Es ist halt echt befreiend, weil du sagst, okay, der Strich sitzt jetzt. Du kannst jetzt da nicht Steuerung Z und ausschneiden und weiß ich was alles. Sondern sitzt jetzt und lebt damit oder arbeitet damit. Fritz' Frage mit der Tiefenschärfe war so gemeint, Tiefenschärfe bezogen auf den Vordergrund und Hintergrund. So, ja. Also, wie ich den Einsatz meinst, oder? Genau. Ja, je nachdem, also bei der, wenn ich mal die andere Ilo aufmache. Bei mir war es halt hier, da habe ich es sogar gemacht. Normalerweise zum Beispiel würde ich es im Vordergrund zum Beispiel machen oder weiter hinten. Also kommt immer drauf an. Bei der, das ist halt ein bisschen mehr Kinderbuchästhetik hat, habe ich gedacht, ich verzichte drauf. Aber sonst hätte ich es halt im Vordergrund und halt im Hintergrund eher einfach so verschwommen gezeichnet oder halt mit einem Gauschen Weichzeichner einfach ein bisschen drüber. Ja, man muss ja, damit kann man ja das Auge ganz gut leiten. Mhm. Das stimmt. Du hast ja einen super, warte, ich schaue mal erst im Chat, was da passiert, bevor ich wieder meine Fragen stelle. Thomas sagt, wenn analog erstmal was nicht gut funktioniert oder wenn man eine Illustration nicht mag, dann hilft nichts außer wegradieren und löschen, Krönchen richten und wieder von vorne anfangen. Und Jacqueline Heid sagt, bei analogen Zeichnungen kannst du auch endlos weiter futzeln, es sei denn, das Papier gibt auf. Den Moment kennt tatsächlich jeder. Bei mir waren es immer die Augen. Ich habe dann immer so oft die Augen ausradiert, dass dann schon fast der Loch drin war. Du hast ja einen super breiten Background, also von ein bisschen Agentur, BWL und so weiter mal drüber gesprochen. Wie wichtig sind so allgemeine Gestaltgrundlagen für deine Arbeit? Ja, ich habe mir das halt irgendwie dann selbst beigebracht und halt auch durch die Arbeit mit der Agentur. Also mir hilft es auf jeden Fall, weil wenn du halt diese ganzen Basic-Regeln kennst, hilft es natürlich auch die ILO aufzubauen, so wie diese ganzen Drittelregeln und die Spirale und so. Also sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Gehört hier zu den fundamentalen Sachen dazu. Von dem her. Machst du denn auch hin und wieder Grafikdesign, zum Beispiel bei Buchcovers, dass du die Schrift selbst machst? Oder wird das dann wird das eine Kollaboration? Bei den Covers, die ich jetzt gemacht habe, mit dieser beleibteren Dame, da habe ich alles zusammen gemacht, aber normalerweise biete ich eigentlich nur Illustrationen an, weil Typo, also ich sage mal, ich bin jetzt kein Grafikdesigner, das können andere besser und ich glaube, das ist dann immer gut, wenn man einfach sagt, der ist da gut, der kann dir da die beste Leistung bringen und von dem her, ich kann es zwar, wenn ich es wollte wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass ich es so gut machen könnte, wie halt wirklich ein Grafikdesigner ist. Ja, und vor allem, wenn es um Typografie geht, da ist es ja ein endloses Feld an Optionen, die man abgrasen kann. Das stimmt, ja. Ich meine, da habe ich gut gelernt durch eine Kollegin, die war halt wirklich sehr, die hat das wirklich geliebt. Da habe ich ziemlich viel gelernt, aber es ist halt trotzdem ein komplett anderes Gebiet und was man da alles wissen muss. Und finde ich voll spannend, aber bleib lieber beim Zeichnen. Sehr konsequent. Ja, man muss sich spezialisieren. Das ist eine gute Frage. Spezialisieren oder generalisieren, kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf den Typ drauf an, oder? Ich denke, ja. Also wahrscheinlich auch, wo du hin willst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in die Gaming-Branche willst, schätze ich, ist es wahrscheinlich, wenn du zu Indies willst, Indie-Developers, dann ist wahrscheinlich Generalist besser als wie nur Character-Designer, weil die können halt nicht so viele Leute zahlen. Also ich schätze, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Das stimmt natürlich. Sascha fragt nochmal, wie das Plugin geheißen hat.
Lazy Nizumi. Okay. Danke, Postage. Helmut, für das Posten von dem Link im Chat. Dann kann das jeder mal zu Hause ausprobieren. Echt cool. Du hast ja schon ein paar Mal Kollaboration angesprochen. Wie wichtig ist für dich der Kontakt zu anderen Kreativen und wie hältst du den aufrecht? Hast du dann genau einen Plan oder geht das spontan oder ohnehin im Coworking Space? Ja, also ich halte halt immer Kontakt, auch über Social Media natürlich und ja, also so lernt man sich dann auch teilweise kennen oder bei so Vernetzungstreffen oder eben noch von meiner alten Firma und so, von dem her. Ich finde es voll wichtig. Also man lernt dann wieder von verschiedenen Bereichen eben. Das finde ich schon, ist super wichtig. Habe ich die Frage beantwortet? Ich hoffe es. Auf jeden Fall, ja. Also okay. Die Frage war offen und tatsächlich ist die Frage so frei beantwortbar, wie du das möchtest. Okay. Na, aber Social Media ist echt super, um halt einfach die Leute kennenzulernen. Von dem her eben auch ein Grund, warum ich sehr dankbar bin, dass ich selbstständig geworden bin, weil du eigentlich auch sofort irgendwie Anknüpfungspunkte hast, mit anderen irgendwie sich auszutauschen. Oder letztens hat mich eine Illustratorin aus München angeschrieben, so, hey, bist du schon umgezogen? So, nein, wer bist du? So, hey, ich habe dich auf der Türe gesehen, weil ich habe schon einen Coworking Space in Aussicht in München. So, aha, okay. Das ist halt richtig cool dann, ja. Da hat man gleich so eine andere Ebene dann. Ja, das ist natürlich viel einfacher, mit jemandem in Kontakt zu treten. Das stimmt. Diese sozialen Netzwerke. Aber da muss man wieder aufpassen, weil Social Media ist, glaube ich, so ziemlich einer meiner Hauptgründe, warum ich dann einfach gar nicht mehr sein will, weil es sind halt so viele tolle Leute und du denkst, okay, für was mache ich das eigentlich? Das ist dann schon ein Segen und ein Fluch, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Aber man muss da selbstbewusst mit der eigenen Arbeit umgehen, weil am Ende, wie wir es ja wissen, kochen alle mit Wasser und... Ja. Nur man vergisst's. Das stimmt natürlich, ja. Der Chat ist gerade sprachlos. Wahrscheinlich haben gerade alle deinen Instagram-Account gesehen und sind von den Socken, weil der wirklich der Wahnsinn ist. Dankeschön. Hast du denn ein soziales Netzwerk, auf das du dich spezialisierst oder bist du so überall ein bisschen? Ich denke, so Instagram ist eher so mein, das, was mir am liebsten ist. Ich habe wohl Facebook und Twitter und so, aber ja, es läuft so mit, aber Instagram ist halt so mehr, das gefällt mir einfach. Ist auch wahnsinnig zeitaufwendig. Ja, stimmt. Das Ganze zu bespielen. Hootsuit oder Planoly. Ja, das funktioniert auch. Das Blöde ist, man muss halt dann irgendwie die Zeichnungen vorzeichnen. Deswegen beneide ich die Fotografen immer ein bisschen. Weil die können dann ein paar Fotos machen und dann die halt immer schön reinstellen und du musst aber dann 8 Stunden oder 4 Stunden sitzen. Also, Das ist natürlich ein anderer Arbeitsaufwand. Das stimmt. So. Ich gebe dir nochmal ein Zeitupdate, weil das ist ja auch so ein bisschen meine Aufgabe hier. Wir sind eigentlich 12:05. Oh, okay. Also schon fast am Ende. Du bist eh weit gekommen, natürlich ja. Nicht fertig. Aber wirst du das denn später noch irgendwo online stellen? Kann natürlich. Man sich das denn ansehen? Ja, auf eben Social Media oder Behance dann hoffentlich, wenn dann endlich mal die ganze Franz-Sachen fertig sind. Okay. Aber auf Social Media auf jeden Fall, ja. Instagram, okay. Wie gesagt, wird es auf jeden Fall zu finden sein. Also freut mich, wenn ihr mir vorbeischaut. Auf jeden Fall. Und ihr könnt auch gerne das Video hier unten bei Behance liken. Normalerweise haben wir immer... im Chat jemanden, wer ist das normalerweise? Moment, ich glaube, Fritz sagt das normalerweise, dass man das Video liken soll. Danke dafür. Also liked gerne das Video heute. Du kannst aber noch ein bisschen weitermachen. Also wir haben noch 5 Minuten oder ein paar mehr. Falls es denn noch Fragen im Chat gibt. Also, wenn ihr Fragen habt, haut die raus. Falls nicht, können wir natürlich auch später über Discord quatschen. Hast du das denn schon mal ausprobiert? Discord? Ja. Ich habe es mir jetzt installiert, also... Sehr gut. Bin offen für Ausprobieren. Sehr gut, dann sehen wir uns da auf jeden Fall noch später. Ist gut. Wenn du deine Illustrationen fertig koloriert hast, was wäre dann der nächste Schritt, den du noch machst?
Ja, in der richtigen Größe abspeichern, schauen, dass das Farbprofil stimmt, wenn man es postet. Das ist mir schon öfters passiert dann. Ja, und online stellen. Also, wenn du es so meinst. Also, wenn alles fertig ist, dann halt schauen, dass ich es halt aufbereite fürs Online-Stellen. Dann fertig. Klappe zu und fertig. Ja, genau. Weg damit. Nächstes. Andrea fragt noch, ob du für jedes Element einen einzelnen Layer erstellst. Ja, sowas wie Haare, Outlines, Haut, das schon. Und sowas wie zum Beispiel der Schal. Da wird die Schal und die Scherbe, obala, fertig mit seinem. Habe ich halt auf einer Ebene. Es kommt drauf an. Also, wenn es weit genug auseinander ist, dann geht das auch auf einer Ebene. Es passt dann schon. Und Jutta sagt, die Figuren sind so liebenswert gestaltet. Einfach wunderschön. Oh, danke vielmals. Das freut mich total. Möchtest du vielleicht Silvia noch mal kurz erwähnen, wo du diesen Gesture-Drawing-Workshop gemacht hast? Bei Skulissen. Da sind so ziemlich die Top-Zeichner aus Animationen und Illustrationen dabei. Also da habe ich schon 3 Kurse gemacht und die waren alle top, also von dem her. Richtig toll. Fritz sagt, Sarah, sehr gute Arbeit, macht Lust, es selbst auszuprobieren. Vielen Dank. Danke. Ja, unbedingt. Wer es nie probiert, weiß nie, ob es tatsächlich vielleicht der Weg ist, den einem das Herz vorgibt. Das stimmt, das stimmt. Solange ihr BWL macht, wenn ihr kreativ seid, ist alles gut. Ja, muss jeder den eigenen Weg finden. Sarah, vielleicht noch am Ende, du hast ja auch Prints, oder? Die kann man oder habe ich da eine falsche Information? Nein, stimmt, ja. Also auf Imprint und Redbubble habe ich so einen kleinen Shop. Und wer mag, kann da gerne vorbeischauen. Da gibt es auch die Illus, die man auf der Website sieht. Und ja, würde mich freuen, wenn du vorbeischaut. Auf jeden Fall. Also alle, die Füchse super finden, geht da hin und holt euch einen Fuchsposter. Ich finde das wahnsinnig schön. Dankeschön, super. Und Maria fragt, ob der Online-Kurs mit Feedback funktioniert. Der Skulissenkurs, ja. Er kostet zwar mehr, aber wirklich ist es wert. Also dieses Feedback ist so viel, ist wirklich jeden Cent wert, den man da zahlt, weil du lernst eigentlich viel mehr. Und für mich war es toll, weil es gibt einfach eine Deadline. Und sonst liegt der Kurs dann rum und gammelt so ein Jahr und nichts passiert. Das ist ja manchmal der Punkt. Man muss ein bisschen was bezahlen und auch Feedback bekommen und dann geht das alles ein bisschen konsequenter von der Hand. Das stimmt, ja. Geld ist halt doch ab und zu ein Faktor, der zwingt dann doch was zu machen. Gibst du denn selbst auch Workshops? Noch nicht. Also ich überlege es, aber noch nicht. Vielleicht irgendwie mal Skillshare oder Patreon oder sowas, aber bis jetzt noch nicht. Okay. Also bist du jetzt ja bei uns hier ein wunderbarer, oder wir sind ein wunderbarer Start für dich, für die erste Runde. Das stimmt. Und das ist ja auch das Spannende an der Stunde mit Artists. Leute können Fragen stellen und bekommen auch direkt Feedback. Also falls ihr auch Feedback zu eurem Portfolio haben wollt, Discord, super Überleitung, ladet eure Portfolios da hoch, damit wir uns die anschauen können und drüber quatschen können. Wir laden auch super Artists ein, die sich natürlich mit eurem Thema auskennen und euch dazu Feedback geben. Vielleicht noch ein paar Kommentare aus dem Chat, weil jetzt wird es gerade ein bisschen romantisch und schön. Ruth sagt wunderschöne Zeichnungen und Maria wünscht sich Tutorials von dir. Ah, oh, danke. Ja, cool. Und, ja, Katrin hüpft jetzt sofort drüber in deinen Shop. Und danke, Tim, fürs Posten von einem Shop-Link. Wieso male ich eigentlich mit Braun? Keine Ahnung. Und das macht Spaß. Ein bisschen Aufregung ist doch noch dabei. Oder mal ein neuer Stil. Wer weiß. Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht. Ja, leider ist tatsächlich schon wieder vorbei. Der Chat ist traurig. Vielen Dank an Sarah, meint Andrea. Und natürlich auch danke, ich sage es nochmal, an Toni, der uns heute im Chat so im Hintergrund begleitet hat. Und hast du denn noch ein Schlusswort für die Community hier? Ja, erstens mal danke für die Einladung und mich freut es, dass es gut ankommt. Und ja, vielleicht würde mich freuen, nochmal vorbeizuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Immer gerne.
Es war ein super Stream. Vielen, vielen Dank für die Insights. Super spannend, das breite Spektrum und deine vielen Perspektiven zu hören. Ich liebe deine Einstellung, aufs Herz zu hören und den Weg zu gehen, den man so im Bauchgefühl irgendwie spürt. Für alle, die noch nicht genug von Kreativität haben, heute geht es am Nachmittag weiter mit dem UK-Stream und Emma und mit dem Französischen um Gottes Willen, ich glaube, von 2 bis 3. Der ganze Nachmittag ist voll mit Kreativität. Morgen kommt Julia wieder mit, um Gottes Willen, ich weiß es gerade im Moment gar nicht, aber morgen ist Julia wieder für euch da. Donnerstag ist Julias Tag und am Freitag komme ich wieder. Ich freue mich schon auf euch. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und ein riesengroßes Dankeschön an dich, Sarah. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und einen guten Umzug. Ja, danke schön. Danke nochmal. Schönen Tag wünsche ich euch. Bis bald. Tschüss. Danke. Ciao.